Oh ja, yeah, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Skyrim. So, Irineel freut sich auch. Und ich muss gerade mal überlegen, wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Ah ja, genau. Was sind das für Geräusche? Merkwürdige Geräusche. Wir wollten ja hier in die Höhle gehen, ne? Ah, da gehen wir auch schon direkt in die Höhle. Ja, nochmal kurz zum Zusammenfassen, deswegen lasse ich kurz mal den Loadscreen hier drin. Wir haben ja einen Nesselfluch besorgt von Hexenrabe, Rabenhexe, irgendwie so hieß die alte. Auf jeden Fall haben wir diesen komischen Dolch besorgt, mit dem wir ja jetzt hier uns dieses Harz holen können. Ich mache mal eine Taschenlampe an. Und jedenfalls, bevor wir weitergehen, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich hätte diesen einen Typen, der ja mit uns hierher pilgern wollte, mitnehmen sollen, das wäre ganz gut gewesen. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht und da ich mich damals, ja, ist ja zwei, drei Parts her. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wie viele Parts her, es ist auch Wurst. Jedenfalls habe ich mich dagegen entschieden, also werde ich ihn jetzt auch nicht nachträglich holen, nur weil ihr mir gesagt habt, dass es gut ist. Ja, wir werden jetzt ohne den da runtergehen. So, dann würde ich sagen, auf. Ich ziehe mal mein Schwert und what ist das für ein Zauber? Ich hätte hier gerne mal einen Flammenzauber. Ach, das war der Irineel. Dispel da. Dass sie wieder normal aussieht, wenn sie in ihrer anderen Gestalt ist. Hier geht's runter. Wir haben so die Höhlentexturen und so noch gar nicht angeguckt. Die kenne ich noch gar nicht quasi. Sieht auf jeden Fall schick aus. Da vorne wird's hell. Und hier stehen Bäume in der Höhle. Wow. Meine Güte, beeindruckend. Ja, da gebe ich dir recht. Ich höre sogar Vögel und Schmetterlinge und... Was ist denn hier los? Kleiner Moment, ich muss hier gerade mal mit meiner Tastatur und Maus einig werden. So, weil wenn ich hochgeguckt habe... Jetzt immer noch so ein bisschen. Scheuert das Mauskabel an der Tastatur. So, sorry Leute. Ich mach mal ein Quick Save. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Was kann ich hier sammeln? Jaspei. Kenn ich nicht. Nehme ich mit. Jaspei-Trauben. Okay. Trauben sind gut. Hm. Nein, ich will nicht da runter. Okay, jetzt sind wir im Wasser. Komm ich hier irgendwie wieder raus? Das sieht hier auch merkwürdig aus. Ich kann auf jeden Fall nicht schwimmen. Doch, hier kann ich schwimmen. Jetzt gehe ich hier wahrscheinlich eine ganz andere Route, weil ich da ins Wasser gefallen bin. Aber ich will auch nicht den einen Wasserfall darunter. Das sieht schon echt krass aus. Und das ist der Baum da? Sammeln Hängemoos? Ja, nee, will ich nicht. Ich will hier raus, Hilfe! Schon mal, die Sounds sind nicht so laut. Die kommen mir gerade extrem laut vor. Aber, ja, komm, pack dich hoch, ja. Da noch hochspringen will er nicht. Hm. Ach, hier kann ich drauf laufen. Hm. Lass mich doch jetzt hoch auf den Stein. Hallo. Hi. Auch hier, huch, doch, der einer. So wie ich. Auf jeden Fall. Sond. Na, reden wir doch mal beim Sond. Willkommen im Ahnenschimmer-Heiligtum. Solltet ihr Fragen haben. So wendet euch an Asta. An Asta soll ich mich wenden? Dann tue ich das mal. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ich mache mal kurz ihn hier. Ich habe die Apache Skyhair Texturen raus, weil es mir auf vielen Leuten doch einfach nur doof aussah. Ich habe dafür jetzt eine andere Mod. Und es zieht halt nicht mehr so viel Leistung. Ja, hier ein bisschen auf Performance jetzt geachtet. Asta! Moin. Es ist nicht erstaunlich, etwas derart Schönes an einem Ort vorzufinden, der so trostlos ist wie die vulkanische Tundra. Da gebe ich dir recht. Ich bin auch sehr überrascht und wundere mich immer noch, was das hier überhaupt für ein Ort ist. Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kynare zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Auf jeden Fall. Und der Baum da oben, der so schön blüht, das ist Ahnenschimmer, oder? Ja. Obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Und warum? Weil ich muss dahin. Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da wird es wahrscheinlich um Nesselfluch gehen. Und genau die Waffe meint ihr, oder? Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Würde ich nie tun. Wirklich. Ich hack ihm damit nur ein bisschen auf den Wurzeln rum. Wenn ich wüsste... Huch. Ach, da ist noch so eine Kante. Wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme gerade. Was haben wir hier denn sonst noch so? Ah, hier kriegen wir Silkepunkte für. Jawohl, Wiederherstellung verbessert. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber hilft ja dem Levelaufstieg. Kann ich auch... Nee, das ist stehlen. Stehlen wollen wir ja nicht. So, die Laterne habe ich schon an. Ah, da komme ich nicht rüber. Okay. Dann hänge ich wieder im Wasser fest. Hey, geschmust wird später, ja? Also bitte. Ja, auch so heiße Quellen oder so Dampfdöns-Dingens-Teile. So, jetzt aber erstmal hier hoch. Und wenn ich die Lampe aus hätte, wäre schon arg dunkel. Ich glaube, für YouTube ist es schon nicht schlecht, hier mit der Laterne am hinteren Teil rumzurennen. Da brauchen wir unbedingt mal eine andere Rüstung. Ja, da kann man natürlich nicht durchklettern, ne? Na gut, dann würde ich sagen, rüsten wir mal Nesselfluch auf. Beziehungsweise Nettlebane. Noch mehr Wurzeln. Machst du freiwillig Platz oder muss ich hier erst wieder reinhacken? Okay, du machst nicht freiwillig Platz. Ich will ihm da jetzt eigentlich wirklich nicht mit wehtun. Ich wechsle auch direkt mal wieder. Oder vielleicht brauche ich die Waffe hier oben noch. Was haben wir denn hier? Nee. Was? Sind hier Schlangen? Ist das Zischen? Oder so ähnlich. Was haben wir hinten? Was? Mora Tapinella. Irgend so ein Pilz. Na komm, nehmen wir den mal mit. Geilen Schaden. Was? Drachenbaum. Na komm, nehmen wir auch mal mit. Hier noch mehr Drachenbaum. Nehmen wir alles mit. Sonst noch was? Ich will hier nichts versteckt, ist übersehen, ne? Die chillen da unten. Was machen die hier? Hier einfach nur hocken und sich den Baum angucken oder was? Aktivieren. Ahnenschimmer. Elderclean Zap hinzugefügt. Okay, Ahnenschimmer Harz quasi. Dann wechsle ich jetzt aber mal wieder die Waffe auf das alte Nordschwert der Kälte. What? Was bist du denn für ein Ding? Alter, das Ding hat uns direkt getötet. Oh nein, wo waren der letzte Quicksil? Auf jeden Fall unten in der Höhle irgendwo. Okay, dann gehen wir jetzt aber mal über die Brücke. Ja. Hallo. Hi. Ja, aber mit dir will ich nicht reden, weil du gibst mir keine wichtigen Informationen. Ich rede nochmal mit dem Asti. Asta. Ja, erst lese ich mal das Buch hier. Zack. Ja, ja, danke. Ne, stehlen will ich das nicht. Hier, Asta. Ist es nicht erstaunlich, etwas derartiges an einem Ort vorzufinden, der so trostlos ist wie die vulkanische Tundra? Ja, ich kürze das Ganze jetzt mal hier ab. Das haben wir ja gerade erst gehört. Obwohl es niemandem gelungen ist, wie ihr seht, Gerüchten zufolge soll es aber eine Wahrheit. Ja, ja. Gerüchte waren wahr. Auf jeden Fall. Haust du drin, ne? Dem Baum keinen Schaden zu. Würde ich wirklich nie tun. Ich laufe gerade so langsam, ey, es kommt mir nur so vor. Achso, automatisches Speichern. Ja, ist in Ordnung. Nettlebane. Oder sollte ich mit dem Dolch gegen das Vieh kämpfen? Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal speichern oben. Hier, Drachenbaum. Bevor ich dem Baum das Harz abzapfe. Wobei der Dolch ja nicht so gut ist. Und du kommst jetzt mal mit. Du hast eben nicht mitgekämpft, glaube ich. Vogel! Da war er weg. So, ich sammle jetzt hier auch wieder den Drachenbaum ein. Hatten wir eben schon eingesammelt. Was gibt es hier noch? Bergblumen? Nee, die findet man ja überall. Drachenblumen nicht so. Ich hatte noch irgendwas mitgenommen. Ah ja, hier den komischen Pilz. Zack. Okay, Quicksave. Kannst du das auch von hier machen? Ja. Da hinten. Okay, oh, hupsa. Das. Oh, ich habe ein Level up. Okay.
Ja, nee, hier, so, genau. Jetzt ist er down. Da hat er sich noch versucht zu heilen. Zweigling, Pfahlwurzel. Na komm, nimm schon mal mit. Ist jetzt hier noch so ein Vieh? Nicht sicher, deswegen speichere ich nochmal. Dann, huch, hau mir direkt im Level Up raus. Coole Sache. Ausdauer haben wir genug, zwar durch irgendeinen Ring oder so, deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf Gesundheit. So, wie sieht's denn aus? Hier einhändig. Können wir da noch was machen? Nee, dafür brauche ich 40. Kampfhaltung, mächtige Angriffe mit allen Waffen. Okay. Kann ich sonst noch was nehmen? Das hier könnte ich nehmen, ne? Ja, erfordert 20. Was ist hiermit? Erfordert 30 Angriffe mit zwei Waffen. Nee, ich habe ja nur eine Waffe. Okay, was haben wir hier noch? Attacks with Swords have 10% Chance of doing. Also 10% Chance, kritischen Schaden rauszuhauen. Angriff mit Streitkolben ignorieren 25%. Achso, aber das kann ich momentan nicht machen, oder was? Weil ich das hier noch nicht auf 5 habe. Kann das sein? Weil ich kann ja jetzt nur das hier quasi machen. Okay. Na komm, dann machen wir das hier mal. Ja. Erlernen wir mal Kampfhaltung. So, wie viel habe ich jetzt hier überhaupt insgesamt? Einhändig 29 gerade mal. Na, dann müssen wir noch ein bisschen leveln. Follower-Level aufgestiegen. Achso, okay. Irenir levelt ja mit uns. Okay, kommen jetzt hier noch mehr so Baumwesen? Weil das Vieh hat mich vorhin ganz schön schnell getötet. Nein, greift nicht mich an. Den Asttypen hier umhacken. Ja, komm, die Pfahlwurzeln nehmen wir auch mal mit. Direkt wieder Quecksilber. Junge. Viecher sind aber auch aggressiv. Die wollen uns nicht gehen lassen. Da unten steht noch so ein Vieh. Holen wir direkt mal den Bogen raus. Da unten sind noch zwei Viecher. Shit. Oh ne, jetzt kommen die auch zu zweit. Das ist schon mal doof, glaube ich. HP im Auge behalten. Das war Irene. Wo ist er hin? Oh, hab's noch? Nein. Ich heilen. Oh, shit. Keine Heiltränke mehr. Objekte. Getränke. Hab ich gar nichts mehr? Magika, Dings, Illusion, Stärke, Verteidiger. 10% mehr Schaden absorbiert. Okay. Gesundheit wird für 15. Vor die Drogen am Start. Ich weiß nicht, was das für Nebenwirkungen hat. Ich mach mir auf jeden Fall mal Gift noch auf die Waffe. Ja. Okay, habe ich schon irgendwas zu essen? Irgendwie muss ich noch jetzt nochmal hochheilen hier. Naja, halt natürlich nicht wirklich viel. Egal, hauen wir uns mal alles in den Kopf. Das nervt mich jetzt. Ich will das aber eigentlich nicht nehmen. Geringe Ausdauer. Wahrscheinlich. Scheißviecher, ey. Aber ich nehme mal diese komische Pfahlwurzel damit. Können wir vielleicht irgendwann mal gewinnbringend anlegen. Okay, ich habe nichts mehr zum Heilen. Deswegen speichere ich jetzt noch öfters. Oh nein, und die Viecher haben Asta getötet und wahrscheinlich den anderen Typen auch. Ist da oben eine Truhe? Bin ich sicher. Ist hier noch irgendwo was, weil ich gerade als versteckt angezeigt werde? Pfeiler, Gold, kaiserlicher Bogen. Der macht 10 Schaden. Ich nehme den mal mit. Bin mir gerade nicht sicher, was macht mein Bogen an Schaden? Alter Nordbogen, fein. Achso, weil ich den schon getuned habe, macht er auch 10 Schaden. Na, vielleicht können wir den kaiserlichen Bogen noch tunen. Dann kann ich mir jetzt auch den Turnister durchsuchen. Was ist denn da drin? Der agonische Bericht. Band 1. Ja, nö. Hier so ein Silberring nehme ich mit. Zaubertrag der kleinen Heilung. Oh, geil. Und Tomate? Nee. Na komm. Nehmen wir die Tomate halt doch mit. Das interessiert mich aber noch. Wo liegt denn der andere Typ?
und ist hier noch mehr von den Typen. Ich sehe jetzt so erstmal keine von diesen komischen Astlingen. Ich bin ja gerade sehr vorsichtig, Freunde, aber ich habe auch nur noch einen Heiltrank. Gut, ich habe noch einen Heilzauber, ne? Den könnte ich auch nehmen. Aber die ganzen Vögel hier sind gestorben. Der erwartet uns bestimmt noch so ein Vieh in dem Gang. Hundertprozentig. Nochmal Quicksave. Vorsicht ist besser als Nachsicht in solchen Situationen. Das, wo ist Irinil? Na komm. Ich brauch dich gleich, wenn es hier zur Sache geht. Ich wissen, dass die Viecher gleich so angepisst sind, nur weil ich mir da so ein bisschen Zeug rausgenommen habe. Bisschen Ahnenschimmerharz. Aber jetzt erstmal ab nach Himmelsrand. Und ich nutze den Loadscreen kurz und lasse ihn extra ein bisschen länger laufen, damit ich was trinken kann. Und euch erzählen kann, dass ich so, weiß nicht, ob ich es noch diesen Monat packe oder nächsten Monat, mir einen neuen PC zulegen werde. Auch wenn meiner noch nicht ganz ausgedient hat, aber ich glaube, ein neuer PC ist gar nicht so schlecht. Was da drin sein wird, erfahrt ihr dann alles noch, wenn er da ist. Ich werde kein Unpackage-Video machen oder so ein Zeug. Aber, würde ich dann auf jeden Fall mal zeigen, was das denn für eine Powermaschine ist, die ich mir da holen werde. Ist zwar nicht ganz günstig, aber ich glaube, es wird sich definitiv lohnen. Und merkt ihr es? Keine Frame-Einbrüche mehr. Bisher. Möchte den Mund natürlich jetzt nicht zu voll nehmen. So, und es hat auch einer in die Kommentare geschrieben, scheiße, jetzt ist dein zweites Pferd weg. Für 1000 Jollet. Ich will jetzt mal gucken, wenn wir mit Erin hier reden. Ich möchte einige Dinge, ihr müsst etwas für mich tun. Na schön, was denn? Da gab es doch die Gespräche, ob... Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine Sonst ich noch alles. Etwas? Wer ist er denn jetzt? Flüchtling? Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Ja, ja, mach du mal. Vor wem flüchtest du denn? Ha, keine Ahnung. So, nochmal. Ihr müsst etwas für mich tun. Ne, das ist dann ja nur die komische Dings. Hier trennen sich unsere Wege. Geht ihr voran. Jemand muss mir helfen. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ja, hättest du mich nicht angesprochen. Der ist so in die andere Richtung. Ja, ist da lang. Großartig. Danke. Der Bastard hat mich bestohlen. Aber den erwische ich schon noch. Ich komm mit. Ich helfe dir. Hilfe? Hilfe? Geiselname? Drachenblumen? Tod ist stark überbewertet. Ist er. Hast du einen? Genug! Hab ihn tot gemacht. Eisenpfeil. Gold, Stahlkriegsaxt. Macht 17 Schaden. Was macht denn. Ach. Macht denn. Na, geh auf mein Inventar. Was macht denn mein Schwert überhaupt an Schaden? 15 Schaden. Wäre die Stahlkriegsaxt natürlich auch fein, ne? Na komm, schnell so mal mit. Wer hat denn hier eben um Hilfe gerufen? Sehe sonst gar keinen. Ich komme einfach nicht dazu, hier mit Irinil was auszuprobieren. Lasst mich jetzt endlich in Ruhe. So, Irinil, komm mal kurz her. Bin immer noch da. Ja, ja, ich weiß. Hier trennen sich unsere Wege. Na, wir müssen Hause hin. Ihr müsst etwas für mich tun. Dann vielleicht AFT-Option.
Posentanz, Begleiterverhalten anpassen. Es gab doch irgendwie, ich gehe mal auf Befehle. Ah genau, treibt alle Pferde zusammen. Aha, und dann kommen nämlich beide Pferde. Das eine ist nicht weg, ist nur relativ umständlich. Aber na gut. Ich steige jetzt mal hier auf meinen Gaul. Mach mal die Laterne aus. Du kannst mal auf deinen Gaul steigen. Aber so geht's auf jeden Fall, Freunde. Na komm, steig auf. So ist's brav. Wir müssen ja jetzt wieder zurück nach Weißlauf. Genau. Dann werden wir wieder nach Windhelm reiten. Also beziehungsweise zu den Stellen von Windhelm. Stelle von Windhelm reisen. Markierung setzen. Und dann werden wir da jetzt schön hinreiten und werden von da aus beim Karren zurückfahren. So ist der Plan. Ich treffe nicht. Jetzt aber. So. Scheiß Wölfe, ey. Und die Sonne geht unter. Mal schauen, ob wir es noch rechtzeitig packen. Windhelm ist irgendwo da oben. Sollten wir es nicht sehen? Na, vielleicht, wenn wir hier vorkommen. Ich hoffe, Irene kommt hinterher. Ich weiß auch gar nicht, warum das Pferd das letzte Mal da weggerannt ist. Da hinten. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt dahinter komme. Na, reiten wir mal hier runter. Hui. Hier sind irgendwelche Höhlen. Können wir uns ja mal merken, beziehungsweise wird es auf der Karte. Ja, da haben wir jetzt aber keine Zeit für. Die werden wir uns eventuell später noch anschauen. Ich meine, wir bekommen auf der Karte angezeigt, ob wir sie abgeschlossen haben oder nicht. Von daher ist das ja alles gar kein Problem. So, können wir hier unten lang reiten? Ist da ein Weg vielleicht? Da ist schon wieder dieses Brumm. Das letzte Mal kam dann ein Drache. So weit kreuz und quer sind wir doch gar nicht geritten. Upsala. Ja, hier beim Reisen jetzt dann doch noch so den ein oder anderen Frame Drop. Ja, ich muss das Ganze mal beobachten. Hier sind auch noch so Steine. Wenn hier so Steine sind, heißt das meistens, dass da eine Höhle ist. Na, was ist denn jetzt los? Kühneshain entdeckt. Kühneshain ist dann aber hier das Dorf, oder? Ich glaube schon. So, aber wir müssen zu den Ställen, um von da aus mit der Kutsche weiterzufahren. So, die Ställe müssten doch dann rein. Rechnerisch gesehen und markierungsmäßig gesehen hier oben links um die Ecke sein. Ja, da sind wir doch auch schon. Sind wir hier das letzte Mal auch lang gekommen? Ne, da sind wir hier unten lang geritten, genau. Ich erinnere mich dran. Da haben wir dann Eisen abgebaut, dann war das Pferd weg. Welches wir auch hier gekauft haben. Gut, erstmal absteigen. Wir brauchen wirklich schon neue Rüstung. Mann, Mann, Mann. Alfrian. Nee, Alfarin. Oder Alfarin. Ja, ihr müsstet mich mitnehmen. Nach Weißlauf würde ich gerne fahren. White Run. Wieder hinein. Dann sind wir weg. Na, dann ziehen wir los. Achso, ich muss ja noch hinten einsteigen, ne? So einfach ist dann ja doch nicht. Oh, ich halte Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Katschit oder so nennen sie sich. Oh, da war jetzt das Ding dann schnell weg. Der sieht ja auch cool aus. Wow! Stellt euch mal vor, sowas würde es wirklich geben. Solche Tiere meine ich jetzt. Also so Drachen und so. Und dann fliegen die hier rum. Wobei, entweder
hätten die Drachen dann wirklich schon die Menschheit ausgerottet oder die Menschheit die Drachen? Glaube, ein Zusammenleben wäre da nicht möglich. Vermute ich jetzt einfach mal. Kann ja auch sein, dass die Drachen nett sind und dann rumchillen, euch morgens zur Schule fliegen oder so. Wäre natürlich auch cool. Ja, schön auf so einen Buckel gesetzt von so einem Vieh hier und dann mal schnell morgens in die Schule geflattert. So, komm, ich versuche gerade den Loadscreen wieder wegzureden. Weil jetzt habe ich 25 Minuten am Stück aufgenommen und noch keinen Schnitt gemacht. Wenn ich jetzt einen Schnitt mache, und dann ist schon wieder doof im Rendern. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal drin. Oha, ist aber dunkel hier. Achso, wir sind jetzt nur bei den Stellen, ne? Ich mach mal Lampe Licht an. So. Dann laufen wir los. Krasser Sternenhimmel. Achso, ja, sieht man jetzt nicht. Aber ich habe das Elysium Estate, was hier stand, das Player Home, habe ich rausgenommen und die Riverside Lodge drin gelassen. Weil so wolltet ihr es ja im Endeffekt. Ich hatte euch ja gefragt und die meisten hatten für die Riverside Lodge abgestimmt. Es hat so auch jemand geschrieben, ja, lass doch beides drin. Aber nö, ich möchte da nur ein Haus haben. Sieht schon cool aus, so mit dem ganzen Feuer hier und so. Richtig schnieke. Und wie gefällt es euch denn überhaupt besser? Das könntet ihr mir vielleicht auch mal sagen. Mit Tiefenunschärfe oder ohne Tiefenunschärfe? Jetzt ist ja Tiefenunschärfe aus. Gehen wir kurz ins Menü. Ja, wo ist die Menümaus? Hier ist die Menümaus. Zack. Ah, zieht er zwar seine Waffe. Die können wir wieder wegstecken. Na gut, jetzt im Dunkeln sieht man es eh gut. Ich finde es mit der Tiefenunschärfe eigentlich cool, wenn man nicht gerade am Reisen ist, weil auf dem Pferd ist das schon wieder doof. Aber so finde ich es cool, wenn man sich jetzt so dann Leute betrachtet, sich mit ihnen unterhält oder einfach nur so rumläuft, finde ich das eigentlich schon wieder schnieke. Aber könnt ihr mal reinschreiben, vielleicht stört es euch ja auch oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Ich beende den Part aber hier, weil wir schon wieder relativ lange aufnehmen und im nächsten Part fangen wir in Weißlauf drin an und geben dann die Quest ab. Also bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.